Ja, wir sind jetzt hier im Mangelkiez, der ist ganz groß von Gentrification bedroht. Zum Beispiel in der Heidensteinstraße. Es sind 36 Quadratmeter für 390 Euro kalt zu bekommen. In der Falkensteinstraße 78 Quadratmeter für 809 Euro kalt. Das verdrängt natürlich die traditionelle Bewohnerschaft, die vor allem mit einem migrantischen Hintergrund hier das Kiezleben ausmachen. Aber es gibt auch großen Widerstand hier. Hier gibt es viele Solidarisierungen, wenn zum Beispiel die kleinen Läden, als hier eine große Kaufhalle aufgemacht hat, sich zusammengetan haben und gesagt haben, das wollen wir nicht. Es gibt Demonstrationen natürlich, aber auch ein Kiezfest gerade vor kurzem, wo man sich auch zusammentut und gegen weitere Verdrängung sich organisiert. Ein ganz bedeutendes Haus ist die Schlesische 25. Ihr habt das bestimmt mitbekommen, das wurde zweimal besetzt. Ein Haus, was der Bezirk verschenkt hat in den 90er Jahren und später dann durch die GSW und die Privatisierung und den Börsengang der Spekulation freigegeben wurde. Zweimal haben versucht, Mieterinnen das zurückzugewinnen durch eine Besetzung. Das hat natürlich nicht geklappt, weil die Berliner Polizei die Interessen des Kapitals vertritt und dann lieber die Mieterinnen räumt, die woanders keine Wohnung mehr bekommen. Jetzt kann man dort eine Eigentumswohnung kaufen und der jetzige Eigentümer macht insgesamt 8 Millionen Gewinn durch die Zerlegung der Wohnungen in Eigentumswohnungen und deren Verkauf. Dagegen hat sich hier großer Widerstand formiert, der täglich aktiv ist. Wir werden, glaube ich, noch in einer spontanen Transbehängung vorbeikommen, soweit das klappt und die Berliner Polizei das zulässt. Okay, wir sind ja... Genau, wir sind ja hier in einem Gebiet, was direkt parallel zur Spree läuft, das sogenannte Media-Spree-Gebiet. Da gab es ja viele Protesten und gleich kommt ein Vertreter von Media-Spree versenken und wird uns darüber nochmal die neuesten Informationen geben, wie dort der Protest ist. Ihr kennt auch alle die Kuvri-Brache, auch dazu gibt es noch gleich eine kleine Info. Auch die wird natürlich verteidigt. Ihr könnt euch erinnern, das BMW Guggenheim Lab wollte hier auf die Kuvri-Brache letztes Jahr. Da gab es so großen Protest der Nachbarin, dass BMW diese Kuvri-Brache fallen gelassen hat. BMW wollte in einem sogenannten Lab über die Frage diskutieren, wie wollen wir in Zukunft leben. Da haben die Mieterinnen des Kiezes gesagt, das können wir euch jetzt beantworten, wir wollen einfach hier bleiben. Dann wurde auch die Geschichte von BMW und Guggenheim aufgearbeitet und online gestellt. Daraufhin hat sich BMW hier zurückgezogen. Die Presse titelte, entscheiden denn hier die Linken, wer hierher zieht? Ja, natürlich entscheiden die Bewohnerinnen und deren politische Aktivistinnen, wer hier in Zukunft wohnt. Und mit BMW Guggenheim Lab haben wir hier nichts am Hut. Ja, das sind Orte des Widerstandes und das wird auch so bleiben und dabei haben wir auch sehr viel Spaß. Es ist ja nicht nur, dass wir vergrämt uns schützen und wehren, sondern dass wir dabei auch in sehr viel solidarische Beziehungen kommen und unsere Nachbarinnen auch nochmal ganz neu kennenlernen. Insofern hat es auch eine gute Seite, denn dadurch stehen wir zusammen. Abgeblasen. Okay. Ja, leider sollte hier eine Aktion stattfinden. Ich höre gerade, die wurde dann doch kurzfristig abgeblasen, weil wir sind heute eine friedliche Demonstration. Heute wollen wir vor allen Dingen zeigen und auch reden darüber halten, was wir alles kritisieren und uns hier nicht in Gefahr und die Demo nicht in Gefahr bringen. Aber ich denke mal, die wird nachgeholt. Das machen wir ja auch alles zur Probe. Ja.